Warum ist Co-Abhängigkeit eigentlich so gefährlich? Warum unterstützt sie das ganze System eigentlich mehr, als es der gestörte Mensch tut oder als es der gestörte Mensch vorantreibt? Herzlich willkommen hier im Blickwinkel, meine lieben Zuschauer. Ich möchte gleichzeitig mit dem Beitrag auf etliche Zuschauerfragen eingehen, die da lauten: Aber wir tun doch nichts und wir sind doch die Guten und wir befolgen doch die ganzen Regeln und Maßnahmen aus der Vergangenheit und wir werden sie auch wieder befolgen in der Zukunft, wenn uns das sozusagen zum Frieden gereicht. Ja? Diese Co-Abhängigkeit wollen wir erstmal so ein bisschen diskutieren. Diese Co-Abhängigkeit stammt ja aus dem Alkoholismus. Also wenn ein Mensch alkoholkrank ist und mit jemandem zusammen ist, der die Alkoholkrankheit deckelt, dann nennt man das Co-Abhängiger. Das heißt, der Trinker macht jede Menge Blödsinn zum Beispiel. Also er ist betrunken, deswegen kann er nicht auf die Arbeit gehen, er ist betrunken, deswegen prügelt er sich und so weiter und so weiter. Und der Co-Abhängige, in dem Fall oftmals der Partner oder die Familie, Verwandte, wer auch immer, deckt dieses Verhalten. Der Co-Abhängige ist derjenige, der beim Arbeitgeber anruft und sagt, mein Mann, mein Bruder, wie auch immer, ist die Treppe hinuntergefallen und muss erstmal zum Arzt gehen und kann deshalb nicht auf die Arbeit kommen. Ja? Der Co-Abhängige weiß aber, dass derjenige nicht die Treppe hinuntergefallen ist, sondern sternhagelvoll im Bett liegt und ganz einfach einen Kater hat und nicht aus dem Bett aufstehen kann. Ne? Das nächste ist, dass oftmals ja auch während Alkoholmissbrauchs Straftaten passieren, zum Beispiel Körperverletzungsdelikte. So, jetzt gibt es auch mal eine auf die 12 für den Alkoholiker. Jetzt sieht der furchtbar aus, furchtbar übel zugerichtet. Der Co-Abhängige sagt, ja, der hat sich gestoßen oder irgendetwas, obwohl er weiß, dass der Partner in eine Schlägerei verwickelt war. Das zieht ja jede Menge nach sich, ne? Arztbesuche zum Beispiel, die teuer sind, die der Gesellschaft am Ende einen Haufen Geld kosten. Das ist ein co-abhängiges Verhalten, wenn man Missverhalten deckt, sozusagen. Und genau so kannst du das im globalen Zusammenhang sehen. Wenn sich ein paar Globalisten, die Elite genannt, aufschwingen, über andere Menschen Maßnahmen zu verhängen, sie zu unterwerfen, sie zu degradieren und so weiter, und es viele Menschen gibt, also die breite Masse gibt, die das mitmachen und andere sogar noch denunzieren, dann decken sie das missbräuchliche Verhalten. Weil wenn sie es nicht decken würden, würde gar nichts passieren. Dann würden die Menschen sagen, also ihr habt wahrscheinlich irgendwie was im Tee gehabt, aber das, was ihr hier verlangt und das, was ihr uns hier erzählt, ist Hanebüchen, das ist eine Geschichte, das ist erlogen. Wir haben selbst Augen im Kopf, wir haben selbst ein Hirn, wir haben selbst Ohren zum Hören und wir können selbst ganz gut einschätzen, wie wir leben können, wie wir zu leben haben. Wir brauchen euch nicht dazu, wir brauchen euch auch nicht dazu, dass ihr Steuern erhebt, dass es einen schwindlig wird, dass man selbst am Ende nicht mehr genügend zum Leben übrig habt, während es euch immer besser geht, während ihr ins Haus und Braus lebt, während ihr uns erzählt, wie schlimm der Klimawandel wohl vorangeschritten ist, selbst aber ständig im Flieger sitzt, selbstständig mit irgendwelchen großen Autos, mit Limousinen euch durch die Weltgeschichte fahren lasst, etc., etc., etc. Denn auch ihr könntet ja viele Dinge, ja, vom Homeoffice aus erledigen. Warum oktroyiert ihr eurem Volk, also uns, dieses auf, dieses zu tun und dieses zu lassen, was ihr selbst aber tut und nicht lasst? Dass solche Maßnahmen, welche das auch sein mögen und waren, überhaupt funktionieren, bedingt immer eine co-abhängige breite Masse.
Co-Abhängige sind deshalb abhängig, weil sie dem Suchtkranken zum Beispiel oder dem Politiker oder ihrem Bürgermeister oder ihrem Wahlberechtigten dort irgendwie von Nutzen sein wollen, weil sie ihm gefallen wollen, weil sie glauben, ihr Überleben damit besser sichern zu können. Ja? Sie glauben, besser leben zu können, wenn sie sich Menschen unterwerfen, die augenscheinlich eine höhere Position bekleiden. Dass die überhaupt in diese höhere Position gekommen sind, steht auf einem ganz anderen Blatt. Menschen neigen dazu, sich selbst als niederer oder geringwertiger zu sehen, wenn sie co-abhängig sind. Sie wollen keine eigene Verantwortung übernehmen. Sie trauen sich es entweder nicht zu oder sie sind dafür schlicht und ergreifend zu faul. Sie erkennen ihren eigenen Wert nicht. Und alle Menschen, die ihren Wert nicht erkennen, die sich für geringwertiger halten als andere, sind co-abhängig. Sie machen sich, also co-abhängig heißt ja, dass sie sich abhängig machen von einer anderen Person oder von einer anderen Personengruppe. Sie lassen andere über ihr eigenes Leben bestimmen und wollen denen, die über das Leben bestimmen, auch noch gefallen. Das ist eine Krux in sich, ein Trugschluss in sich. Wenn Menschen in ihre Kraft finden würden, wenn Menschen wüssten, wer sie wirklich sind und dass sie nicht mehr oder weniger wert sind als ein anderer Mensch, würden sie nicht co-abhängig werden. Sie würden nicht komplementär agieren, sondern sagen, nein, dieses Verhalten von dir gefällt mir nicht und wenn du das so weitermachen willst, kann ich dich offenbar nicht daran hindern, aber mit mir machst du das nicht. Und genauso kannst du es global wieder umlegen auf die Völker. Wenn die breite Masse im Volk sich ihrer Stärke, sich ihrer Kraft, ihrer eigenen Persönlichkeiten jeweils bewusst wäre, wären sie nicht co-abhängig. Es wäre ihnen egal, schlicht und ergreifend egal, was eine Handvoll Leute ins Leben rufen. Sie würden besser beobachten, wie die Maßnahmen ins Leben rufen, tatsächlich leben und fortan sich nicht mehr unterwerfen bzw. unterwerfen lassen. Warum nicht? Weil es ihnen schlicht und ergreifend vollständig egal wäre, ob sie denen, die vermeintlich etwas zu sagen haben, gefallen oder nicht. Sie würden ab dem Punkt, wo es um ihr eigenes, um ihren eigenen Besitz geht, um ihre körperliche Unversehrtheit und so weiter, für sich und ihre Familien einstehen. Sie würden sich nicht anderen aussetzen, sich anderen unterwerfen oder noch schlimmer, sich anderen sogar an den Hals werfen und sagen, ja, Herr Lehrer, ich weiß was, mein Nachbar zum Beispiel hat da nicht mitgemacht oder nicht mitmachen wollen, deswegen möchte ich das melden. Ihr alle habt bestimmt gehört, dass man ca. 100.000 Meldestellen in Deutschland, allein in Deutschland, ins Leben gerufen hat. Zu diesen Meldestellen, die betrifft jetzt erstmal in erster Linie Firmen mit mehr als 500 Beschäftigten. Zu diesen Meldestellen können dann Kollegen gehen und sagen, dieser Mitarbeiter davon befolgt diese und jene Maßnahme nicht. Dieser Mitarbeiter davon hat eine ganz konträre Meinung. Dieser Mitarbeiter davon scheint rechtsradikal zu sein. Er hat jetzt dieses und jenes zu mir gesagt. Dann wird das dort notiert. Und dieser Mitarbeiter beobachtet. Und wenn dann ein zweiter Mitarbeiter noch dazu kommt und das Ganze bestätigt oder der Chef das so einschätzt, dass er das bestätigt, was ihm da erzählt wurde,
kann dieser Mitarbeiter gekündigt werden, abgemahnt und gekündigt. Warum gehen Menschen zu ihrem Vorgesetzten zum Beispiel oder zu solchen Stellen, die da eingerichtet wurden, um andere, mit Kindesworten zu sagen, zu verpetzen, um andere zu denunzieren, um andere anzuscheißen, weil er ein co-abhängiges Verhalten an den Tag legt. In dem Fall will er zunächst mal seinem Chef gut gefallen. Vielleicht glaubt er, dann ist er sicher vor Kündigung, sicher vor Mobbing, sicherer in seinem eigenen Leben, sicherer an diesen Chef gebunden. Er glaubt dann, dass er gemocht wird. Er glaubt dann, dass der Chef sagt, das ist ein guter Mitarbeiter, ja, dieser Denunziant, auf den kann ich mich immer verlassen. Aus Sicht des Chefs kann er das natürlich auch. Er braucht ihn dann nur auf andere anzusetzen und schon liefert der Denunziant ihm Antworten. Aber was ist mit dem Denunzianten los? Was ist mit dem los? Er ist co-abhängig, ein Komplementär. Er macht sich sozusagen dem Chef gut oder Liebkind. An der Stelle möchte ich nur noch mal darauf verweisen, dass der Chef sehr wohl den Verrat liebt, aber nicht den Verräter. Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass gerade co-abhängige Menschen, wenn du dich vielleicht da drin jetzt so ein bisschen für dich ganz heimlich, still und leise im Kämmerlein wiederfindest, co-abhängige Menschen bzw. Verräter überhaupt nicht geliebt werden, nicht einmal gemocht, auch nicht wertgeschätzt, sondern schwerst verachtet. Der Chef sucht sich in dem Moment auch nur seine Vorteile heraus, weil er wiederum seine Firma schützen möchte. Nicht wegen den ganzen Mitarbeitern, sondern weil er Geld verdienen will, weil er sich eine Firma aufgebaut hat. Und wenn es heißt, es werden 100 Stellen eingerichtet, wo Leute sich beschweren können über die Gesinnung von anderen Mitarbeitern, dann wird sich dieser Chef nicht dagegen auflehnen, weil er nicht weiß, wie er da rauskommen soll. Er möchte seine Firma behalten. Du merkst schon, jeder hat einen anderen Hintergrund, warum er dieses perfide Spiel der Manipulation überhaupt mitspielt. Wenn Menschen das nicht begreifen, dass sie nach oben buckeln und nach unten treten, dann wird das Spiel unendlich so weitergehen. Du kannst in die Geschichte gucken, es war nie anders, es ist nicht anders. Und aus meiner Sicht wird es leider auch nicht anders sein, wenn die Leute nicht langsam munter werden, wenn die Leute nicht langsam wirklich stark werden, wenn sie nicht in ihrer Mitte finden, wenn sie nicht sich sagen können, es ist mir sowas von egal, was andere von mir halten. Ich tue niemandem was, ich möchte keinen Krieg, sondern ich möchte Frieden, ich möchte meine Arbeit tun, ich möchte meine Freizeit genießen, ich möchte mich um meine Liebsten kümmern und ich möchte mich um Tiere kümmern, zum Beispiel. Und wem das nicht passt, so wie ich lebe, und vorausgeschickt natürlich, ich möchte friedlich leben, das ist ganz klar, der soll machen, was er will, aber nicht mit mir. Weil ich werde da nicht mitmachen. Denn ich habe keinen Tropfen Blut in mir, der in irgendeiner Form co-abhängig ist. Abhängigkeiten an sich bestehen natürlich in Gesellschaften. Ja? Also du bist abhängig davon, ob der Bäcker das Brot bäckt, wenn du es nicht kannst oder wenn du die Möglichkeit dazu nicht hast. Das sind ganz normale zwischenmenschliche Abhängigkeiten. Der eine kann etwas besser als der andere. Der eine hat da Stärken, der andere hat da Stärken. Und dann haben wir auch noch jede Menge Schwächen, jeder für sich. Und wenn wir aber alle uns auf unsere Stärken besinnen und das tun, was wir am besten können, können wir alle zusammen in der ganzen Gesellschaft wunderbar leben. Und das sind gewisse Abhängigkeiten, das ist ganz klar, weil niemand ist eine Insel und niemand kann alles allein gleich gut. Das ist überhaupt nicht möglich und das ist auch gar nicht notwendig. Wenn sich aber ein paar Leute darüber aufschwingen, ja, über die breite Masse, wo ganz viele von uns
viel mehr können an handwerklichem Geschick zum Beispiel, an künstlerischem Talent und so weiter, als die Leute, die da oben sitzen, da oben in Anführungsstrichen, die sich über uns aufschwingen und wir das nicht erkennen, dann gehören wir wahrscheinlich irgendwie in psychotherapeutische Behandlung. Und ich möchte gern euch da draußen mitgeben, tatsächlich mal hineinzugehen ins Innere, jeder für sich und zu sagen, das sind meine Stärken, das sind auch meine Schwächen, das ist ganz klar. Welche Menschen habe ich im Umfeld? Mit wem bin ich sehr gern zusammen, mit wem bin ich ganz gern zusammen, mit wem bin ich überhaupt nicht gern zusammen? Es gibt ja auch in den Gesellschaften immer so eine Art Clique, ist ja ganz normal. Wir treffen uns lieber mit jenen Leuten als mit diesen Leuten. Ne? Das ist auch alles menschlich und das ist auch alles gesund. Jeder hat Vorlieben und Abneigungen und so weiter. Aber das ist weit davon entfernt von Co-Abhängigkeit. Co-Abhängigkeit ist was ganz anderes als eine normale Abhängigkeit. Co-Abhängigkeit ist etwas, dass du dich abhängig machst von den Launen und den Entscheidungen von anderen Menschen. Wenn die heute A sagen, brüllst du auch A. Wenn die morgen B sagen, brüllst du auch B, weil du als Co-Abhängiger absolut keine eigene Persönlichkeit mehr hast. Das mag schon sein, dass du an einen persönlichkeitsgestörten Chef geraten bist, dass du in seinem Unternehmen arbeitest und dann sagst, ja, ich kann ja gar nicht anders, sonst flippt der ja völlig aus, sonst verliere ich meinen Arbeitsplatz. Wenn dir ein Arbeitsplatz so viel wert ist, dass du deine ganze Persönlichkeit dem Erdboden gleich machst und dann folglich mit dem Kopf überhaupt nicht mehr aus dem Sand gucken kannst, dann weiß ich nicht, was das für eine Gesellschaft sein soll, was das für eine Gesellschaft geworden ist oder noch werden wird, wenn es null Zusammenhalt gibt in der Gesellschaft. Und ich kann das leider, oder ich muss das leider beobachten, was hier so los ist. Und was ich sehe, wenn ich mich umtue, wenn ich mich umhöre, wenn ich Gespräche führe, wenn ich auch teilweise E-Mails lese, Kommentare lese, erkenne ich diese Co-Abhängigkeit. Ich erkenne, dass Menschen die perfideste Spiele mitmachen, die ganze Zeit und immer noch und wahrscheinlich auch weiterhin keine eigene Persönlichkeit haben. Sie haben vielleicht mal eine gehabt, sie haben vielleicht auch mal eine Meinung vertreten. Ich weiß nicht, in welchem Jahrzehnt das war. Aber was ich heute beobachte, ist, dass die meisten Menschen, nämlich die breite Masse, keine eigene Meinung hat. Und die paar, die noch eine eigene Meinung haben, halten sie verdeckt. Ja, ich weiß, es ist das und so weiter, das ist nicht in Ordnung und jenes und so. Aber pst, man kann ja nicht sagen und so. Und es kommt bestimmt ein Retter von außen. Die einen schreiben mir, das Universum wird eingreifen. Die anderen schreiben mir, Jesus kommt bald zurück, er wird uns alle retten. Wie rufe ich dir zu? Oder euch, die mir das schreiben? Warum haben wir denn den freien Willen bekommen? Dass wir ihn nicht nutzen? Wenn du in diese Geschichte zurück willst, weil ich das halt sehr oft lese, Jesus wird uns retten, Gott wird uns retten. Wir führen hier ein ganz normales menschliches Leben. Und jetzt geraten wir in Schwierigkeiten, weil eine Handvoll Leute die Völker dieser Welt sich unterwerfen will, um selbst, ich weiß nicht, was die denken, ob die 500 Jahre werden, halt, alles an sich zu reißen, was nicht nied- und nagelfest ist. Das heißt, wir kommen in eine immer tiefere Rezession und irgendwann, ja, sitzen wir auf der Straße oder sonst was. Und dann glauben wir, kommt Jesus und rettet uns. Was würde er wirklich sagen? Der menschgewordene Gottessohn von vor 2000 Jahren, wenn er uns so sähe, wenn er hierher käme, nehmen wir mal an, das wäre so. Glaubt ihr nicht, er würde einen Brüller halten, dass es schallen würde überall auf der Welt und uns fragen, ob wir noch ganz dicht sind und ob mit unseren Hirnen irgendetwas vollständig schiefgelaufen ist
Und ob wir überhaupt eine Seele im Ranzen tragen, glaubt ihr nicht, dass er uns das fragen würde und zu Recht müsste? Eine breite Masse auf dieser Welt lässt sich gnadenlos unterwerfen. Diese Lügen, die dafür notwendig sind, diese Manipulation ist so billig inzwischen, so leicht zu durchschauen, so, finde ich keine Worte, billig einfach, dass es ein leichtes wäre, ein leichtes ist, das zu erkennen und zu sagen, ihr habt es versucht, lasst gut sein, macht euren Scheiß allein, ich mache nicht mehr mit. Und trotzdem macht die breite Masse mit, bei allem, was gewünscht ist. Und nochmal so ein paar, die hinter vorgehaltener Hand sagen, diesmal aber nicht und so weiter, aber pst und so, kannst du nicht gebrauchen, weil mitmachen tun sie ja doch wieder. Ja. Die Angst haben, dass sie irgendetwas verlieren könnten, ohne zu wissen, dass sie alles verlieren werden, weil sie ja mitmachen. Und da soll ein Retter kommen, Jesus, Gott, das Universum, ja, je nachdem, wer mir was schreibt, und uns Hohlköpfe woraus retten. Dass wir uns haben unterwerfen lassen, dass wir uns haben ausbeuten lassen, dass wir uns haben degradieren lassen, dass wir uns haben zu Würmern machen lassen. Was würde Jesus sagen, wenn er käme? Ich weiß nicht, ob er lachen oder weinen würde. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, aus meiner bescheidenen Weltsicht kommt da kein Retter, weil wir alles haben, was wir brauchen. Wir sind Menschen. Wir haben alles, was wir brauchen, wenn wir ein einigermaßen gesundes Hirn haben, eine einigermaßen stabile Seele, eine einigermaßen gesunde Psyche. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Und wenn wir das nicht nutzen, soll uns jemand retten? Ich, wenn Jesus wäre, wenn Gott wäre, das Universum wäre, ich würde diese Rasse, diese menschliche Rasse untergehen lassen müssen, weil so viel Ignoranz und so viel Dummheit ist es doch nicht wert, dass ich den Weg immer wieder bereite. Ja, die stolzieren rum und was weiß ich, quälen Tiere und bescheißen sich gegenseitig, hauen sich übers Ohr, wie es schlimmer nicht geht, solange es ihnen gut geht. Und dann schwingen sich ein paar auf und knüppeln die nieder, die Masse, ne? mit urperfiden Manipulationstechniken, mit leicht zu durchschaubaren Manipulationstechniken. Und dann weinen sie alle und du musst uns jetzt helfen, lieber Gott, lieber Jesus, liebes Universum. Da würde ich denken, sag mal, was ist los mit euch? Ihr habt alles mitbekommen, was ihr braucht. Nutzt es, ihr Bratsdame, das würde ich sagen. Ich hoffe nicht, dass ich da einigen jetzt damit auf die Füße getreten bin. Ich befürchte aber schon. Das ist aber meine persönliche Meinung hier in meinen Videos. Die wollte ich gern mal mit euch teilen. Ihr könnt es gern in die Kommentare schreiben. Bitte seid vorsichtig, es wird zensiert, ne? Ich denke aber, wenn wir uns nicht mehr austauschen können, wenn man nicht mal die Meinung dazu ja, auch breit öffentlich bekannt geben darf, schläft die Masse immer tiefer ein. Ich habe das Gefühl, das werden immer mehr, die sagen, sei doch Licht und Liebe, du kannst dich doch nicht so wütend vor die Kamera setzen. Doch. Kann ich. Und ich wünschte, du würdest auch mal ein bisschen wütend werden, ob der Dinge, die man dir unter den Boden wegzieht. Aber nur Licht und Liebe bringt die anderen dazu, es noch bunter mit dir zu treiben. Die lachen sich darüber tot. Siehst du es denn nicht? Willst du es denn nicht sehen? Ich
ich bin sehr überzeugt davon, weil du kannst in die Geschichte zurückgehen, du kannst beobachten, welche Kriege schon geführt wurden, sieh einfach Deutschland, Erster, Zweiter Weltkrieg, was alles schon war. Und glaubst du denn nicht, dass die Leute auch alle gebetet haben und gedacht haben, es kommt ein Retter, der wird uns schon retten, und am Ende, wie viele waren dann tot? Oder siehst du das als Rettung, wenn du dann tot bist, also aus deinem physischen Körper heraus kannst? Siehst du das als Rettung? Ich weiß nicht, ob wir da Kommunikationsproblem haben. Ich wollte ganz einfach aus meiner Sicht sagen, dass wir alles mitbekommen haben, was wir brauchen. Und wenn wir nicht psychiatrisch offenbar in der breiten Masse so schwer gestört werden, wie es eben wohl ist, wären wir auch nicht an dem Punkt. Wir sind für uns selbst verantwortlich. Wir haben dieses wundervolle Leben geschenkt bekommen, und ich sehe es immer noch als ein Geschenk. Und wenn wir dieses Geschenk ganz einfach zurückgeben, nicht annehmen, mit Füßen treten, es in der Verpackung lassen, ja, dann sind wir doch selbst schuld. Erkenne dich, dein Inneres, deine Persönlichkeit, wisse, dass du eine hast, eine Persönlichkeit bist. Und dass der andere, der dich denunziert oder der dich irgendwo nach unten drücken will, der dich unterwerfen will, also der dich sich unterwerfen will, auch nur zwei Arme, zwei Beine, zwei Augen hat, zwei Ohren, so wie du. Wenn Volksvertreter, die gewählt worden sind, wenn Volksvertreter, nochmal, nicht das Volk vertreten, dann haben sie ja nichts verloren. So einfach ist das. Von der Souveränität des Landes möchte ich jetzt mal absehen. Aber es ist ja, geht ja tief, geht Jahrzehnte zurück. Diese Volksvertreter, Jahrzehnte zurück, haben doch gewusst, wie viel Souveränität über Deutschland liegt, Deutschland besitzt oder nicht. Und die haben auch mitgespielt. Seit Jahrhunderten toben immer wieder Kriege, weil es so viele gibt, die sich so wenigen unterwerfen. Und da kam nie ein Retter. Und jetzt soll einer kommen? Ob der so vielen dumm? Nee, Leute. Ich denke, da bin ich sehr sicher, das wird nicht passieren. Auch nicht dir, die da in der Ecke sitzt, umschreit und Licht und Liebe predigt. Nein, wir müssen nur Licht und Liebe und dann wird alles gut. Wird es aber nicht, weil es eben auch Menschen gibt, die gestört sind, Menschen, die größenwahnsinnig sind, Menschen, die extrem gierig sind und so weiter. Und die wirst du mit deiner Licht und Liebe-Grütze absolut nicht davon überzeugen. Und wenn du Licht und Liebe sein willst und in der Ecke sitzt, dann wird dir irgendwann der letzte kleine Teppichboden unter deinem Hintern von diesen Leuten, von dieser dunklen Liga weggezogen werden. Warum? Weil du es zulässt. Warum? Weil sie es können. Warum? Weil du ganz einfach auf dem Holzweg bist. Sowas ist Quatsch zu predigen. Nur Licht und Liebe, nur warten und oh, mach gar nichts und bete Tag und Nacht. Natürlich können Gebete helfen. Das ist doch keine Frage. Im Gebet holst du dir doch aber die Kraft. Du holst dir im Gebet die Kraft, um dann für dich und für deine Lieben zu sorgen und dir nicht von ein paar Bimbelhubern dein hart erarbeitetes wegnehmen zu lassen, deine Lebensgrundlage wegnehmen zu lassen, nicht die Landwirtschaft einfach in Grund und Asche gehen zu lassen, dass wir dann alle nichts mehr zu essen haben in ein paar Monaten oder Jahren. Jeder guckt dazu. Und die Bauern halten sich auch dran, darfst du nicht mehr benutzen, darfst das nicht, musst brach liegen lassen, dafür kriegst du Geld, wenn du was anpflanzt, kriegst du es nicht. Kommt da auch ein Retter? Brauchst du nichts mehr zu essen? Nimmst Kosmonautennahrung? Hast du solche besorgt? Ja, wäre eine Option. Wir haben selbst ein Hirn, Leute. Und wenn wir es nicht einschalten, wenn wir unsere Persönlichkeit nicht wiederentdecken, unsere Stärke in uns, geht das Ding voll vom Baum. Absolut gnadenlos. Eure Angie.